Red Hot Chilis aus Geimersheim 120 Mädchen und Frauen mit einer klaren Botschaft. Das ist was eher Außergewöhnliches, weil es halt noch nicht ganz so lange hier in Deutschland so groß vertreten ist. Und sie kämpfen gegen Vorurteile. Die stehen nur an der Seite und wackeln, puscheln oder sowas. Aber eigentlich ist Sport, also der Sport Chili-Ding ein ganz anderer Sport. Und das sollten Leute einfach mal sehen. Es sind lediglich die Schlachtrufe der Teams, die viele für das Cheerleading halten. Quasi das Aufwärmprogramm. Jedes Team tritt dann mit einer 2,5-minütigen Choreografie auf, wie hier die Embers. Spektakulär die Stunts mit klarer Rollenverteilung. Das heißt Stunt-Team, das sind also zwei unten, das sind die Base, die heben den Flyer hoch. Und hinten steht der Bag, der hält ihn quasi fest und fängt auch immer, wenn was runterfliegt. Und oben steht der Flyer, der macht halt die Figuren. Und bei uns gab es jetzt halt teilweise natürlich so mal runtergeflogen, dann kurz der Schock und so. Aber so richtig verletzt hat sich jetzt, glaube ich, noch niemand. Und die Puschel heißen übrigens offiziell Pompoms. Die Red Hot Chili Flames zeigen, dass man bei einem Sturz richtig hingreifen muss. Nichts passiert. Dreimal die Woche, jeweils bis zu 3 Stunden, trainieren die jungen Frauen und Mädchen für ihren abwechslungsreichen Sport. Die Vielseitigkeit von dem Sport und dass halt alle zusammen dieses auf der Matte eben dann am Ende der Choreografie so hingestellt haben. Und auch die Meisterschaften sind eigentlich auch das Schönste an allem, da auch zu zeigen, wofür man die ganze Zeit gearbeitet hat und so viel. Ja. 4 von 6 Teams aus Geimersheim haben sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und natürlich wollen auch die Jüngsten, die Sparks, etwas erreichen. Wir wollen unter die Top 10 kommen. Ja, das wäre schon unser Traum. Ja. 16 Mannschaften gibt es in ihrer Altersklasse bei der DM. Bei der öffentlichen Generalprobe sind die Geimersheimer fest davon überzeugt, dass ihre Red Hot Chilis am Wochenende etwas reißen werden.